Hallihallo, ihr coolen, süßen und verrückten. Ich bin's, eure Svenja. Mann, wie lange habe ich diesen Satz nicht mehr gesagt? Ich bin zurück aus meiner Babypause. Heute steht ein bisschen was an. Wir fahren jetzt gerade nach Köln. Und da lasse ich mich dann das erste Mal richtig von wem anderes schminken. Und die Sonne ist aber auch wieder warm. Kommt der Sommer wieder? Ich denke schon. Und ja, während ich mich schminken lasse, geht meine Mama dann mit dem Fuzzi durch Köln ein bisschen. Was sonst noch passiert, seht ihr dann. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Ach so, nur dass ihr Bescheid wisst, ich muss das Video als Werbung kennzeichnen, da verschiedene Marken genannt werden. Und ja. Aber ich zahle alles selber und habe alles auch selber bezahlt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist nur, wenn Werbung und kein Product Placement. Dass man jetzt alles immer kennzeichnen muss. Also, wenn ihr hier oben gleich Werbung seht, wisst ihr warum. Bevor jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, also ich werde meinen Kleinen nicht direkt in die Kamera halten, sondern wenn man ihn mal sieht, sieht man ihn oder hört ihn. Aber ich werde jetzt nicht so machen, so nachdem so, hier ist er nicht süß oder sonst irgendwas. Weil er soll dann selber irgendwann entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und ja. Wow, das war gerade ein schöner Filter mit der Sonne. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, fertig geschminkt. Ist aber auch nur was Leichtes. Und das Ganze habe ich im Douglas machen lassen, in der Make-up-Abteilung. Und ich finde das total schön. Ja, was dann heute sonst noch kommt und was ich zu diesem Look anziehe, weil ich habe jetzt so ein Oberteil und eine Jeans an, kann ich natürlich so nicht anlassen. Ja, also ich habe auch Fake-Lashes drauf. Und ich bin ganz zufrieden damit. Und ich habe das erste Mal seit der Geburt meine Haare richtig offen. Sonst habe ich sie immer nur im Zopf oder als Dutt oder irgendwie da hinten zusammengeknotet. Aber ich muss sagen, es ist schon wieder ungewohnt, die Haare so offen zu tragen. Und ja, ich merke es schon, es geht mir schon wieder leicht auf die Nerven durch den Wind. Aber wenn ich gleich zu Hause bin, werden noch Locken gemacht. Und dann zeige ich euch mein ganzes Outfit, wenn ich da komplett fertig bin. Bis gleich. So, und ich habe natürlich auch ein paar Sachen gekauft. Die werde ich euch dann zeigen. Die sind nämlich hier unten alle in der Tüte. Deswegen auch Werbung. Aber das habe ich euch ja gerade schon erklärt. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich zu Hause bin. Danke. So, jetzt bin ich auch schon zu Hause. Also bei meinen Eltern in meinem alten Zimmer. Und ich wollte euch jetzt mal die Einkäufe zeigen. Ja, wie gesagt, ich habe alles selber bezahlt. Ja. Ich kippe die Tüte jetzt eben aus. So, ich habe jetzt alles einmal ausgekippt und das liegt alles vor mir und so viel ist das gar nicht. Aber egal, das ist halt jetzt alles noch verpackt. Beziehungsweise manche Sachen auch nicht, so wie hier das. Was ist das? Das ist die Verpackung von meinen Fake Lashes, die ich drauf habe. Und das, ja, ist D18. Dann habe ich Wimpernkleber mitgenommen. Der ist weiß und wird transparent. Ich merke gerade so, ich habe das voll lange nicht mehr gemacht. Dann sind da gefühlt 10.000, nein Quatsch, 3 Pröbchen bei. Die hier. Dann ein Pumpspender für das Make-up, das ist in, glaube ich, dass das ist, keine Ahnung, NC15.
Dann habe ich hier einen Lip Liner in Spice. Einen Lidschatten, so, der glitzert total. Achso, und falls ihr euch wegen der Qualität wundert, das ist jetzt nur mit meiner Handykamera. Und ich finde die Qualität eigentlich ziemlich gut, weil man sieht auch, dass der glitzert. Ja. Das ist Oh So Glitty. Dann haben wir hier Pro Longer. Achso. Dann ist hier die Lidschatten Base. Also ich glaube, man ahnt langsam, wo ich mich habe schminken lassen und wo ich eingekauft habe. Dann habe ich hier 24-Hour Smooth Rare Concealer in NC20. Und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit nach einem guten Concealer für meine Haut gesucht, mit dem ich auch zufrieden war, genauso wie ein Make-up. Und ja, dann war ich jetzt da, habe mich schminken lassen. Und ja, die nimmt das dann und ich finde, der fühlt sich super an. Klar, es kommt natürlich jetzt auch aufs Licht an, aber so an sich sieht man nothing. Wenn ich jetzt so mache, man sieht nur ganz, ganz leicht was. Und ganz ehrlich, ein Concealer, der deckt als Mama, ist super. Deswegen, ich brauche einen Concealer on point. So. Was haben wir denn hier noch in der Wunderkiste? Hier ist der Lip Gloss, den ich drauf habe. Beziehungsweise durch das Essen gerade ein bisschen weggegangen ist. Aber egal, kann ich ja nachmachen. Der ist in der Farbe Spite. Ich schreibe euch aber alles auch nochmal unten in die Infobox, falls ihr das genauer wissen wollt. Dann habe ich hier Skin Finish. Ja, ein bisschen Highlighter von MAC. Also sie hat den bei mir als Highlighter genutzt. Das ist Whisper of Gold. Und der ist so schön. Und ich finde, sie hat das genau richtig gemacht. Genau die richtige Menge. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie schminken lassen, aber ich war so zufrieden. Ich würde es nochmal machen. Und dann hat sie mir hier nochmal Skin Finish Natural Powder in der Medium Dark Farbe. Die zeige ich euch auch. Die mache ich aber eben auf. Ja, so sieht die aus. So. Da war halt jetzt noch so ein Plastikhügelchen, dass das auch alles schön da drinnen bleibt. So, das war der eingekaufte Teil. Und ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Wie ich schon ungefähr 10-mal erwähnt habe. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt an, meine Haare zu machen. Dann sehen wir uns wieder. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo mein Kind ist, das schläft. Yay. Der kommt nämlich jetzt in diese Zeit so, mal gucken, wie lange ich müde, wie lange ich wach sein kann, ohne müde zu werden. Und ist dann immer ein bisschen knüterig, aber es geht. Er schläft nachts durch, was sehr von Vorteil ist. Also das macht er aber schon seitdem er ungefähr 7 Wochen alt ist, durchschlafen. Und er schreit nur dann, wenn irgendwas ist, wie Pempi, Hunger, übermüdet oder Schmerzen. Weil die Zähne schießen schon ein und da meldet er sich halt. Aber das ist ja auch normal. Er kann ja nicht sagen, ey, ich habe Schmerzen, hilf mir, gib mir irgendwas oder so. Deswegen, aber ich habe so ein tolles Kind. Ich kann auch mal den Raum verlassen, ohne dass der sofort anfängt zu schreien. Ich muss den nicht mit auf Klo nehmen. Da bin ich so happy drüber. Leute, an alle, die jetzt gerade hochschwanger sind oder schon ein Kind bekommen haben, nimmt es nicht immer sofort bei jedem kleinen Piep auf den Arm. Wirklich. Eine Freundin von mir hat das gemacht. Die kann nicht mal alleine auf Klo gehen. Das Kind will immer dabei sein. Ich habe den mal liegen lassen. Dann hat er 1-2 Mal gepiept. Habe ich gerufen, Schatzi, alles gut. Ich bin da. Dann war ruhig. Und jetzt weiß der,
Der kann sich auch allein beschäftigen. Der legt sich unter seine Spielmatte und spielt dann auch alleine. Also, Leute, auch wenn es manchmal hart ist, lasst sie mal einen kurzen Piep alleine machen, weil wenn ihr bei jedem Piep rennt, dann habt ihr Kletten. Dann habt ihr auch kein eigenes Leben mehr. Ja, so viel dazu. Das soll jetzt nicht herzlos oder so klingen. Ich liebe einfach mein Kind. Aber er muss auch merken, dass er was alleine machen kann. Alleine aus dem Grund, ich bin nicht immer da. Spätestens im Kindergarten. Dann bin ich nicht mehr da. Wenn er dann da ist. Nein, er ist dann alleine und muss mit den anderen Leuten klarkommen. Deswegen, wir haben geguckt, dass er sich auch viel alleine beschäftigen kann. Und nicht immer nur bei uns auf den Arm will. Also, jeder muss das im Endeffekt selber wissen. Für uns war das so die beste Möglichkeit. Er hat auch schon eine Nacht bei Oma und Opa geschlafen, weil wir weg mussten. Aber eine Nacht. Und ja, selbst dann sind wir nachts hier hingekommen und haben hier geschlafen. Also, noch nicht mal wirklich allein hier geschlafen. Er ist nur allein hier eingeschlafen. Deswegen, er wird jetzt 5 Monate alt. Beziehungsweise, nee, wenn das Video online geht, ist er noch 4 Monate und ein paar zerquetschte. Nein, aber macht das so, wie ihr es für richtig haltet und lasst euch von keinem bitte in die Erziehung von eurem Kind reinreden. Besonders die Mütter. Also, wenn ich jeden Tipp berücksichtigt hätte, was von wegen, ja, mach das so und dein Kind wird dann so und so und so es dir danken. Bullshit! Jeder macht das, was er für richtig hält. Und die einen sagen, ey, du musst bei jedem Piep rennen. Das musst du machen. Nein, dann wird das Kind nur vielleicht total anhänglich. Ich möchte mich auch mal alleine bewegen. Ich möchte mal vielleicht in Ruhe baden oder duschen gehen. Klar, mein Freund ist dann da und kümmert sich um den Kleinen. Aber trotzdem, man muss auch den Haushalt machen können. Oder? Ja, also die Kinder müssen alle 4 Stunden essen. Nein, Kinder essen dann, wenn sie Hunger haben. Wie sagt meine Oma immer, ein Fresser wird nicht geboren, sondern erzogen. Klar, wenn ich alle 4 Stunden meinem Kind eine Flasche in den Mund stecke, ist klar, dass er immer Hunger hat. Aber ich würde sagen, dazu kommt dann ein gesondertes Video, weil sonst wird das hier viel zu lang. Wie gesagt, ich mache jetzt meine Haare. Ich pack die kleinen Sachen wieder ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit lockigen Haaren. Ciao. Warum sage ich eigentlich immer Ciao, wenn die Videosequenz sich einfach nur ändert? Komisch. Ich finde nicht toll. Haben die gut gemacht? Ich habe mich lange nicht mehr so hübsch gefühlt. Seit der Geburt. Hey, da bin ich wieder. Es ist jetzt schon einige Zeit rum, dass ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Und ich trage ein Kleid. Also, nichts sagen. Aber es ist eigentlich ein trägerloses Kleid, nur das, ja, egal. Ich habe jetzt schon die Wimpern abgenommen, weil wir haben jetzt kurz nach 12 und ich brauche die nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich mich doch nicht mehr gemeldet habe. Aber wir hatten dann ein bisschen Stress, weil ich zu einem Meeting musste. Und ja, ich wollte euch dann jetzt nur eben sagen, also, das Kleid zeige ich euch dann mal auf dem Foto und ganz. Das ist so ein schwarzes Kleid mit Spitze und hier, ja, da sind halt Rosen drauf. Das ist von EMP. Dann hatte ich noch einen weißen Blazer an und etwas höhere Schuhe, also ungefähr mit so einem Absatz, so 5 bis 10 cm. Ne, 5 cm, Entschuldigung. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch war und ich irgendwie total viel gelabert habe, ohne dass man wirklich viel gesehen hat. So, meine Haare konnte ich nicht locken. Mein Lockenstab ist weg. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir noch einen Daumen nach oben.
lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!